Ja, hallo, herzlich willkommen beim Hero Camping Center und heute wieder ein Gebrauchtwagen. Was haben wir heute? Ein Wohnwagen. Wir haben einen Knaus Südwind 460 EU. Der Wagen ist auch noch gar nicht alt. Wir haben jetzt hier eine super Ausstattung. Ist ein E-Power, also er hat die Klimaanlage schon an Bord. Er ist voll elektrisch und wie ihr seht, sieht man auch schon hier mit Fahrradträger. Der hat Mover, der hat Markise. Also bleiben keine Wünsche offen. Wir gehen jetzt erstmal außen rum und dann schauen wir uns den Wagen innen an. Also, es geht los. Wir haben jetzt erstmal einen Thule-Fahrradträger, der ist für zwei Fahrräder geeignet. Die maximale Belastung für den Fahrradträger ist 60 Kilo. Also kann ich jetzt hier auch zwei E-Bikes drauf machen. Der Fahrradträger lässt sich kippen. Kann man so runter machen. Dann kippt man das nach vorne weg. Die zwei sind absperrbar und wir haben hier auch noch einen Kasten vorne, den man von oben wegschwenken kann. Und dann ist da vorne keine Gasanlage, sondern wirklich reiner Stauraum. Da sieht man jetzt hier die Kurbel für die Markise schon drin. Und da sind noch so drei Elemente, weil hier ein spezielles System verbaut wurde. Das ist dann so, dass man hier reingeht und kann dann mit dem Akkuschrauber draufgehen praktisch und dann das ganze System rauf und runter kurbeln. Ohne dass man sich da jetzt mords unten drunter das Ganze hier reinfummelt. Ne? So, das ist das hier. Also, da gibt es eben auch drei Verlängerungen, wenn ich das halt im Stehen machen möchte und dann so dastehe, geht es halt auch. So, das ist eine Umbauaktion. Dann geht es weiter. Anti-Schlingerkupplung hat er drin, die Abdeckung hat er vorne drauf. Trotzdem haben wir den Fahrradträger montieren können. Jetzt gehen wir hier an die Seite. Dann haben wir jetzt hier ein Staufach. Gucken wir da mal rein. Jawohl, was haben wir hier? So, also jetzt haben wir erstmal den Stromanschluss, das ist bei Knaus ja im Südwindbereich so üblich. Das ist jetzt kein, also schon ein 60 Jahre Edition, aber er ist noch in weiß, also es ist dementsprechend bevor diese grauen kamen. Dann haben wir hier einen Frischwassertank. Wir haben jetzt hier eine Satellitenanlage von der Firma Alden, das ist eine vollautomatische, die ist mit Kabel, das heißt, wir haben hier außen einen Punkt, wo wir einstecken können und dann kann man die Anlage wegstellen. Man kann sie auch aufs Dach stellen, hat auch Saugnäpfe dabei und sowas und dann kann man die Anlage vollautomatisch drehen lassen und man hat dann TV. Der Fernseher ist passend zu dieser Anlage. So, eine Batterie hat er natürlich auch an Bord. Da haben wir eine Lithium-Batterie an Bord hier, die dann den Mover auch versorgt. Und wir haben eine Autarkschaltung. Wenn ich hier einschalte, habe ich auch den ganzen Wohnwagen mit Strom belegt. Also ich kann dann dementsprechend auch die Lichter und so weiter alles anmachen. So, geht's weiter. 17 Zoll Aluminiumfelgen haben wir drauf. Dann hat er eine Sog-Toilettenentlüftung. Ja, das ist auch ein Extras, wo der Kunde wollte. Und hier haben wir speziell jetzt hier unseren Außenanschluss. Da sieht man schon den Systemanschluss von der Firma Alden. Und dann kann man da die SAT-Anlage direkt einstöpseln und dann funktioniert er mit dem Fernseher. Schalt du den Fernseher an, das Ding fährt los. Jo, was haben wir noch? So, Beschädigung an sich haben wir keine. Ganz leichte Kratzer haben wir in der Seitenwand oben drin. Das war wohl mal ein Ast. Dann haben wir hier eine 100er Zulassung. GFK-Dach hat er. Ja, sieht man hinten auch wieder die Stöpsel hier, damit man da gut drankommt, um dann den Wagen abzustützen. Platten hat er auch noch so kleine drunter. Sind jetzt keine Bigfoot, könnte man jetzt noch ersetzen auf Bigfoot. Sind jetzt einfache Platten. Ne? Gut, was haben wir noch? Eine TV-Außendose ist hier hinten drin. Die ist natürlich jetzt nicht für die Satellitenanlage, sondern eigentlich nur noch dazu da, dass man jetzt hier Strom wegnehmen kann. Das ist halt jetzt der Vorteil. Und diesen Wagen hatten wir schon mal auf dem Video, wo er noch neu war. Kann ich mich daran erinnern. Der hat nämlich aus Versehen zwei bekommen. Ja, dann nehme ich nochmal eine. Dass es so ein Fehler im Werk passiert. Macht man normalerweise nicht, ist klar. So, dann haben wir jetzt hier, aber sind beide angeschlossen, es funktioniert auch alles. Zweites Staufach unterm Bett, das ist ja ein Längsbettenfahrzeug. Da haben wir nochmal die Polster, die sind noch eingepackt, wurden wohl noch nicht verwendet, um das Bett groß zu machen. Ja. Oder die Sitzgruppe umzubauen, sozusagen. Das sind die grauen sind für die Sitzgruppe. Ja. Ja, ein Markise-Aufdach hat er noch drauf, auch von Thule. Dann hat er hier eine schöne Türe drin mit Fenster. Das ist ja Ausstattung Südwind Standard. LED-Außenbeleuchtung. Ja, das war er jetzt mal außen. Jetzt wie er innen ausschaut, das seht ihr gleich. Ja, herzlich willkommen im Südwind 460 EU E-Power. Wir haben hier eine Füllstandsanzeige für Wasser, die lässt sich hier bedienen. Wir haben eine schöne Ambientebeleuchtung, dann unser Waschbecken hier oben drin. Ja, schaut auch noch top aus, da ist es alles
keine Beschädigung zu sehen. Auch die Arbeitsplatte ist tipptopp. Hier der Kocher ist, glaube ich, noch nie benutzt worden. Auch einwandfreier Zustand wie neu. Dann haben wir hier oben unsere Fächer drin. Auch da haben wir jetzt keine Beschädigungen. Alles tippitoppi. Softclose natürlich. So, Besteckschublade, schauen wir da mal rein. Schaut auch sehr ordentlich aus, auch alles gut. Keine Ablatzungen vom Furnier oder irgendwas. Irgendwelche Kratzer sieht man auch keine. Das ist jetzt immer wichtig beim Gebrauchtwagen, deswegen weise ich ein bisschen darauf hin, damit ihr auch schon mal auf dem Video seht, wie der Wagen, was er für einen Zustand hat, ob er irgendwelche Macken hat. So, der hat jetzt einen Kompressorkühlschrank, der lässt sich sogar von beiden Seiten öffnen, also einmal hier und einmal dort. Das ist jetzt eben auch das Schöne bei dem. So schaut der Kühlschrank aus, machen wir mal einen Blick nach innen. Klar, der wurde natürlich benutzt, aber defekt ist nichts. Sauber ist er soweit auch. Dann haben wir hier unseren ersten Kleiderschrank. Gehen wir mal hier rum noch. Also Kleiderschrank haben wir da. Eine Seite über dem Bett, Fußende. Dann nebendran noch einmal oben eine Klappe drin. Ja. So, dann kann man natürlich hinten die Klappen auch öffnen. Machen wir gleich mal. Auch sehr tiefer Stauraum. Unten drunter haben wir auch nochmal eine schöne tiefe Ablage. Die geht also echt weit rein, da kommt man kaum bis hinter. Ja. Sehr viel Platz unten drunter. Dann Matratze, dementsprechend Standard. Wenn wir das hier aufmachen, dann sieht man gerade wieder die Polster. Genau. So, einen Rolllattenrost hat er natürlich auch. Den kann man hier so rausziehen nach vorne. Und dann kann man diese Polster, die jetzt hier rechts liegen, die kann man dann dementsprechend da drauflegen. Und dann hat man ein komplett großes Bett. So, andere Seite noch auf. Das ist eine kleine Polster noch. Jetzt sehen wir die Sattanlage wieder. Ja, da ist nebendran noch die Batterie mal, dass man auch mal sieht, wie die ausschaut. Die kann man dann über eine App, über Bluetooth praktisch, kann man dann auch den Zustand der Batterie, den Ladezustand, kann man dann sehen. Oder was auch Strom rausgeht oder was reingeht. Ja, nochmal ein Fach hier oben. Und der nächste Kleiderschrank ist ein bisschen größer beim zweiten Bett. So, Dachluke haben wir oben auch eine drin. Eine kleine Dachluke. Sie schaut auch noch top aus vom Glas, alles super. Dann gehen wir hier in den Badbereich. Also man kann jetzt hier noch abtrennen. Hier zack, einmal rüber und das Ding ist zu. Ein Sichtschutz. Und dann kommen wir jetzt zum Bad. Vorher haben wir hier schon einen schönen Spiegel noch mit drin. Eine Dachluke im Badbereich oben drüber haben wir auch nochmal. So, dann schauen wir da mal rein. Was haben wir hier? Einen Duschausbau haben wir keinen. Aber wir haben eine schöne Banktoilette. Ist natürlich dann sehr komfortabel zum Sitzen auch. Da ist genügend Beinfreiheit vorhanden, dass man sich auch ordentlich draufsetzen kann. Also auch für größere Leute geeignet. Jetzt machen wir mal hier kurz nochmal hier. Ja, es ist jetzt der spezielle Wasserhahn bei Knaus Süd, von immer, wo man halt offen hat, ne, den man halt immer gleich so das Wasser laufen sieht. Dann haben wir noch ein Fenster mit drin. Und dann hier halt die Toilette. Auch die ist tipptopp vom Zustand, alles einwandfrei. Ja. Dachluke haben wir auch nochmal. Mhm. Und sogar nochmal hier so eine Kleiderstange zum Runterklappen. Ja, ist aber auch Südwind, so eine Serienausstattung. Ja, dann sehen wir da unten so ein kleines rotes Licht. Das ist dann eben auch unsere Heizung. Und da ist die Klimaanlage im Stauraum verbaut. Das ist jetzt eben das Besondere bei dem E-Power, dass der ja schon die Klimaanlage an Bord hat. Jetzt sehen wir hier unseren Schalter wieder. Das heißt, wenn ich von außen jetzt einstecke, habe ich erstmal 6 Ampere. Drücke ich jetzt hier drauf auf 10, dann kommt schon mehr Leistung. Drücke ich auf 16, dann habe ich erst die volle Leistung. Muss ich jedes Mal, wenn er neu eingesteckt wurde, natürlich auch wieder neu drücken. Sonst habe ich nicht die volle Leistung. Ja, jetzt sehen wir gerade unseren Fernseher. Der ist ja mit Fernsehhalter hier schon montiert, komplett alles verkabelt, läuft auch über 12 Volt, würde also auch gehen, wenn ich keine 230 von außen habe. Ich schalte den Fernseher ein, die Antenne außen verbunden und das Ding sucht und macht. Das war's. Ja. Oh, große Dachluke drin hier, Heki. Dann hier unsere Polster, wo man mit einem Griff direkt in den Stauraum reinkommt, sieht man gerade mal die Klimaanlage auch, das ist eine Dometic. Und auf der anderen Seite geht das natürlich auch, da haben wir halt freien Stauraum. So, was haben wir noch? Ein Soundsystem ist drin. Da haben wir hier mit Bluetooth, kann man sich verbinden mit dem Sound, mit den Boxen sozusagen. Und da habe ich hier Musik drin, vom Handy abgespielt. Ja, Fliegenschutztüre hat er auch. Auch die ist in Ordnung. Also dem Wagen steht es, ja, sage jetzt mal, einem neuen fast nichts nach, ne? Minimal. Eigentlich kaum was, dass man irgendwie überhaupt Gebrauchsspuren sieht.
So, dann kommen wir noch zu unserem Preis natürlich, das ist ja auch noch wichtig. Also Erstzulassung wusste ich jetzt vorhin gerade auswendig. Dann haben wir 21.11.22. Der Wagen ist jetzt also fast exakt genau 2 Jahre alt. Der kriegt natürlich von uns einen neuen TÜV, das ist ja keine Frage. Gasprüfung bekommt er nicht, weil er es nicht braucht. Aber die Dichtigkeitsprüfung und so weiter ist gemacht, dass man das halt alles durchzieht. Auch das ist dann wieder aktuell. Wir haben eine Aufbaulänge von 6,95 Meter, haben eine Nutzlänge von 4,92 Meter. Der Wagen ist 2,32 breit und 2,57 hoch. Das ist eigentlich so der normale Standard, Breite und Höhe. Dann haben wir Masse im fahrbereiten Zustand, 1.366 Kilo. Der Wagen ist aufgelastet auf 1.700, bleibt also eine Restzuladung jetzt mit diesem ganzen Equipment, wo schon drin ist, von über 300 Kilo. Absolut ausreichend. Ja, was hat er jetzt für Extras drin? Deichslappdeckung und so weiter, ist alles Serienausstattung, Schwerlastkurbelstützen auch. Dann haben wir im Prinzip die Lithiumbatterie drin für den Mover. Wir haben eine Sog-Toilettenentlüftung, wir haben einen Ladebooster, sodass er während der Fahrt auch lädt. Das ist übrigens besonders, damit eben die Batterie, das ist eine 30 Ampere Batterie, auch während der Fahrt schon wieder geladen wird, wenn ich mal irgendwo eine Nacht gestanden habe. Ja, Bluetooth-Soundsystem, Frühstandsanzeige, Wasserfilter und so weiter, Rauchmelder, Rollbettfunktion. Dann haben wir Sonderpolster, das ist aktiv Royal. Kombi-Außensteckdose, TV-Halter und wir haben einen Mover Smart A drunter. Den können wir vielleicht nochmal schnell schauen. Den sieht man gar nicht so richtig. Wo ist denn das Gerät? Da hinten ist er dran. Genau, Smart A heißt, er fährt automatisch elektrisch an. Ich muss also nicht mit dem Hebel oder irgendwas das Ding dran machen, sondern er fährt automatisch an. Dann haben wir Markise Thule drauf und einen Fahrradträger und die besonderen Kurbelstützen. Ja, das ist jetzt die ganze Ausstattung. Und kosten tut der Wagen 25.900 Euro. Also wenn man sich mal so ein wenig schlau macht, was so ein Südwind kostet in der Stadt, geht der normalerweise erstmal bei 30 los und da ist noch nichts drin. So, also habe ich schon mal einen ganz schön großen Preisvorteil. Wer da Interesse hat für den Wagen, einfach vorbeikommen, schreibt mir eine E-Mail, dann könnt ihr euch anschauen und ihr bekommt ein Angebot. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen und am Freitag kommt wieder ein Neuwagen. Bis dann, macht's gut, ciao.